Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück im Band-Footage-DLC von Resident Evil 7. Heute, nachdem wir Albtraum und Schlafzimmer durchgespielt haben, beziehungsweise Albtraum halt nicht durchgespielt, aber ich habe es halt einmal versucht, werden wir heute 21 spielen, ein sadistisches Kartenspiel. Ja, ich schätze, es wird Blackjack oder zumindest ein an Blackjack angelehntes Spiel sein. Vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen für Resident Evil, aber ich bin schon sehr gespannt, was das jetzt sein soll. Und ich bin gespannt, ob wir wieder wie in Albtraum und Schlafzimmer Clancy spielen, den Kameramann. Ja, schauen wir einfach mal. Oh, Überleben und Überleben plus. Oh, am Arsch. Was sind denn Belohnungen? Besiegen Sie Gegner. Ohne gefoltert zu werden? Hä? Reichen Sie einen Kartenwert? Okay, wir spielen einfach mal und schauen, was da abgeht. Gefangen, von den Bakers verfolgt, läuft Clancy durch eine Tür im Hof und stolpert zwischen Schaufensterpuppen durch weiß gefärbte Räume. Was für ein Freak baut das alles? Clancy bekommt seine Antwort kurz darauf. Denkst du, dass du Glück hast? Wir werden ja sehen nach einem... Oh, das wird übrigens Lucas sein, schätze ich mal. Was zum? Wo bin ich? Hallo. Schau mich an. Ja, schau mich an. Geht doch. Also, ich frage mich, habt ihr das Zeug dazu? Ihr beiden werdet jetzt ein Spielchen spielen. Und derjenige, der gewinnt, kann sogar lebendig hier herauskommen. Also aufgepasst. Denn es geht um Leben oder Tod. Euren. Mögt ihr Karten? Aber klar doch. Ich habe mir extra für euch ein Spiel ausgedacht. Nur, dass wir hier nicht um Chips spielen. Und ihr versteht, was ich meine. Wir spielen um unsere Finger. Hey, er hat gesagt, er lässt den Gewinner laufen. Wer bist du? Was denkst du? Glaubst du dem Spinner? Und jetzt erkläre ich die Regeln des Spiels. Oh, der hat auch Ihr Augen. Ihr habt schon mal Blackjack gespielt, oder? Ihr zieht einfach Karten und versucht 21 zu erreichen. Übersteigt der Wert 21? Verliert ihr! Warte, das ist verrückt! Also, sprecht eure Gebete und lasst die Spiele beginnen! Willst du uns verarschen? Okay, Clancy, mein Kumpel. Du fängst an. Zieh eine Karte oder bleib bei dem, was du hast. Das Ziel ist 21. Du kannst sehen, oder? Ja, ich zieh natürlich. Der kann aber auch seine Karten sehen. Ich dachte erst, wir hätten einen Vorteil, aber... Karte. Ach, verdammt. Okay, Hoffman. Du als nächstes. Die Karten sind nummeriert von 1 bis 11. Keine doppelten. Und ihr teilt euch den Kartenstapel. Wir sehen... Oh, damit haben wir doch schon gewonnen. Oder 11, Moment, 11 und 7, 18 kann er maximal haben. Ich Karte. Holy fuck. Keine Karte. Hat er 18. Ich behalte. 3, 4, also es 5. Nee, gibt jetzt nur noch hohe Karten. Wir sind voll gefickt. Wir können das gar nicht gewinnen. Keine Karte. Okay, zeigt her, Leute. Er gewinnt. Garantiert. Der Gewinner ist... Außer er hat die 5. Hoffman!
Und jetzt zahlt der Verlierer den Einsatz. Was? Warte! Warte, 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 warte! Du verdammter Irrer! Du hast es echt getan! Ja, höllisches Spiel. Wir ein paar mehr Finger in den Topf. Oh, jetzt gleich zwei. Oh, shit. Ah, das... Sag mir, was ich getan habe. Er kann nicht mehr haben, wenn er jetzt die Karte behält, aber er muss eine ziehen, deswegen. Oh, 11. Oh, das ist gut. Ja, ich will keine Regeln, aber ich nehme noch eine. Bitte. Am Arsch! Er hat jetzt schon 15. Keine Karte. Ich muss noch eine ziehen. Karte. Keine Karte. So weh, du hast jetzt auch 21, du Penner. Ich glaube, das... Nee, es geht nicht. Wir haben die 6. Haha, wir Karte. Gewinnen. So. Der Gewinner ist... Yes, wir haben gewonnen. Clancy! Clancy! Er heißt übrigens Enemy. Das wird wehtun. Ich überlege, ob wir da auch 3 Finger... Oh, jetzt alle seine Finger. Wir haben noch zur Not einen. Oh, das ist einfach kackt. Karte. Bitte. Oh, fuck. Ich hasse es, 15 im Blackjack zu haben. Noch eine. Oder auch 13 oder so. Komm, ich muss. Karte. Oh. Keine Karte. Ich muss. Karte. Boah, ja, das. Keine Karte. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass er auch 18 oder weniger hat. Ich meine, er könnte rein theoretisch, nee, nicht die 3 haben. Wir können jetzt vielleicht die 5... Nee, wir dürfen keine mehr haben, weil 1, 2, 3, 4 liegt schon bei uns, also... Keine Karte. Nee. Karten herzeigen! Er gewinnt aber. Glaube ich. Es ist ein... Unentschieden! Das heißt, alle verlieren... Unentschieden? Damit habt ihr wohl beide verloren! Ich... Oh Gott! Aber wir haben noch einen Finger. Wir haben noch jetzt lässt du mich laufen, oder? Tja, so lauten die Regeln. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Spaß gehabt. Am Arsch. Nein, ich muss nach Hause zu meiner Familie. Noch eine Runde. Das ist die richtige Einstellung, Hoffmann. Tut mir leid, Clancy. Ich schätze, wir spielen noch eine Runde. Was zum Teufel? Diese miese Hure. Was zum... Hey! Hey, was passiert hier? Wow. Nur ein kleines Extra, das ich für den Anlass gemacht habe. Habt ihr schon kapiert? Ich werde ihr ganz erraten. Dieses Schmuckstück ist ein Relikt aus einer Hinrichtungskammer. Ich hab's wieder in Gang gebracht. Seht ihr die Anzeigen da? Die Stromstärke steigt jedes Mal, wenn ihr verliert. Aber was ist der Einsatz, Lucas? Schaut einfach her. Bei maximaler Stärke macht ihr einen Ritt auf den Blitz. Befrei mich doch jemand aus diesem Irrenhaus! Wisst ihr was? Ich glaube, es ist Zeit, mehr Pep ins Spiel zu bringen. Um 2 erhöhen. Erhöht den Einsatz ihres Gegners um 2, solange diese Karte auf dem Tisch ist. Okay. 6 Karte. Lässt die Karte 6 ziehen. Wenn diese nicht mehr im Stapel ist, passiert nichts. Okay. Seht ihr diese neuen Karten? Die sind besonders. Okay. Wenn die Dinge schlecht laufen, könnt ihr sie mit einer davon wieder auf die rechte Bahn lenken. Okay. 6 ist jetzt gar nicht so gut.
Ich kann selbst mit einer 11 nur die höchste. Also, Karte. Komm. Gib mir noch eine. Ich sollte mir die 6 aufsparen. Komm, Karte. Okay. Keine Karte. Wir verlieren. Wobei, wir müssen jetzt die 5 oder die 6 treffen. Karte. Fuck. Ja, du hast schon gewonnen, du Penner. Ah, dammit. Ja, was die? Keine Karte. Der Gewinner ist... Ja. Komm schon. Ja, mach's nicht so... Ja, Hoffmann. Nein. Aber ich wollte nicht die 6 ziehen, weil erst wenn er ein bisschen höher ist und wir auch ein bisschen höher sind. Also, er hat jetzt nämlich die Karte nicht mehr. Also jetzt haben wir bessere Chancen, wenn... Ja. 2 ist der Einsatz, okay. Es wird immer wichtiger zu gewinnen. 2 erhöhen. Moment. 2 erhöhen. Okay. Hätte es wahrscheinlich nichts. Geh nach Hause. Ich habe eine Familie. Stirb doch einfach, okay? Bitte. 2 erhöhen. Nee, wir kriegen das so Karte. Hin. Keine Karte. Das heißt, er hat entweder die 10 oder zum Beispiel eine 9. Karte. Keine Karte. 6 oder 7. Karte. Komm. Wir sterben. Oh. Keine Karte. Zwei erhöhen. Nochmal um 2 erhöhen. Ich hoffe, das stackt. Und 6 ziehen. Bitte, die 6 ist bei mir. Komm schon. Yes! Gewonnen! So spielt man, du Penner! Keine Karte. Das ist, wenn dann ein Gleichstand und er verliert mehr. Okay, zeigt her, Leute! Es ist ein... Nein! Unentschieden! Ja, aber er verliert mehr. Der nächste Schlag lässt euch platzen wie ein Frosch auf der Herdplatte. Jetzt muss ich in den Doppelten reindrücken. Lässt die Karte 5 ziehen. Oh, ja. Komm, 5 ziehen, oder? Wir sterben sofort. Wir müssen Karte. Jetzt gewinnen. Komm, komm. Nein! Wir sind tot. Gib mir noch eine. Aber vielleicht stirbt er mit. Keine Karte. Vielleicht hat er sich auch überboten. Was? Leg die letzte aufgedeckte zurück in den Stab. Hä? Oh, danke. Keine Karte. 50, komm. Karte. 2 erhöhen. Oh. Wow, du Glückspilz, Clancy. Du hast deine Trumpfkarte. Nein. Gib mir noch eine. Okay. So. Wenn, dann verreckst du mit mir, du Penner. So. Haha, jetzt sterben wir beide. Wobei, ja, wir verrecken auch. Ja, keine ist schon wurscht. Außer du ziehst, du spielst nochmal so eine, wo meins wegkommt. Keine Karte. Ja, und damit sterben wir beide.
Ja, aber... Oh, Clancy, du bekommst den Trostpreis. Scheiße, warte doch, warte eine Sekunde. Nein, nein, nein. Bye, bye, Clancy. Nein, das ist nur... Ah, scheiße. You are dead. Scheiße. Ja, okay, ich würde aber sagen, es ist die Frage, mache ich direkt nochmal eine? Ja, neu starten. Direkt heute zwei hintereinander. Oh, wir starten hier jetzt. Oh, nice. Na, dann können wir das jetzt noch gechillt machen. Ja, komm, gib Karte. Karte. Rückgabe. Die Siege... Leg die letzte aufgedeckte Karte, die Sie gezogen haben. Okay. Wow, du Glückspilz, Clancy. Du hast deine Trumpfkarte. Das ist gut. Das heißt, ich kann... Oh, das ist auch sehr gut. Der kriegt niemals auch 21. Gib mir noch eine. Der kriegt niemals 21 zusammen. Das glaube ich einfach nicht. Keine Karte. Wobei, halt, nein, ich wollte seinen Einsatz erhöhen. Scheiße. Aber gut, jetzt ist es noch nicht so wichtig. So, das habe ich. Komm, stirb. Wehe, du hast 21. Ja. Und zipp. Ich bin echt nicht so gern schadensfroh für den, aber ich meine, es heißt er oder ich. Ja, zwei, okay. Komm schon. Oh. Er ist die Karte 13, okay. Ja. Gib mir noch eine. Das war klar. Ich gehe nach Hause. Zwei erhöhen. Jetzt noch nicht. Die 3 oder die 6er Karte. Machen wir folgendes. Karte. Keine Karte. Um 2er. Die 3er, 4er, 5. Karte. Keine Karte. So, und jetzt die 13. Achso, nein, wir haben hier die 3 selber Karte. Vor uns. Ja, okay, das ist okay. Damit haben wir eine realistische Chance. Keine Karte. Vielleicht hat er sich ja schon überboten. Keine Karte. Ja. Der Gewinner ist... Clancy! Yes! Ich kann so nicht gehen, doch weh! I'm sorry, aber ich muss neu starten, wenn du nicht verreckst. Also. Warte, mein kleines Mädchen. Daddy wird das hier gewinnen. Willst du mich noch beschissener fühlen lassen dafür, dass ich dich umbringe? Die Gegner gezogen hat. Ja, wenn ich sie brauche zum Beispiel. Okay, das ist nicht schwer. Keine Karte. Kennen wir Hoffman aus der Hauptstory? Ist das der Typ, der am Tanker mit Mia Karte. War? Eventuell. Oh, das ist gut. Keine Karte. Keine Karte. Showdown. Bitte sag nicht noch mehr, dass mich Empathie für dich empfinden lässt, Hoffman. Bitte. Clancy! So knapp. Scheiße. So, er stirbt, wenn er jetzt verliert. Der Gegner ist okay.
Okay. Machen wir jetzt, Moment, 3 und 5? Ja, machen wir 3 und 5. Oder nein, 3 und... Karte. Na, Scheibenkleister. Ja, jetzt hat er... Dammit. Keine Karte. Jetzt verlieren wir. Wir haben keine... Ja, lass ihn entfernen. Ja, vielleicht... Vielleicht überbietet er sich dadurch auch, wenn er jetzt zum Beispiel die 11 zieht oder so. Keine Karte. Oh, danke. Danke, Hoffmann. Du tötest dich gerade selber, aber... Finde ich gut. Eine. 2, okay. Ja, ich hätte aber halt so gern so... 9 ist schon zu hoch. Fünf habe 3. Die sechs hat eher Scheiße. Ja, ich kann diese Runde nicht gewinnen. Keine Karte. Ich kann diese Runde nicht mehr gewinnen. Keine Karte. Also muss ich es hinnehmen. Macht nichts. Ja, Hoffmann. Hoffmann! Nein! Ist hinter uns eigentlich auch so ein Bildschirm, wo er uns als Enemy sieht? Wahrscheinlich. Den kannst du noch aushalten, oder? So, jetzt verrecken wir... Nee, wir verrecken noch gar nicht, wenn wir jetzt drauf... wenn wir jetzt um 2 erhöhen. Ja gut, es bringt mir nicht allzu viel. 14. 14 und 5 sind 19. Karte. Oh, die 4 Karte. Oh, yes, verreck, Hoffmann. Lässt die 5 Karte ziehen, ja, am Arsch. Wir... Keine Karte. Wehe, du hast jetzt auch Blackjack. Keine Karte. Wehe, du Penner. Wehe, bitte. Bitte, bitte. Komm schon. Clancy! Yes! Oh. Anscheinend hat Hoffmann sich gerade einen Trostpreis erspielt. Nein, nein, nein! Das kann nicht dein Ernst sein! Töte mich nicht! Töte mich nicht! Töte mich nicht! Er ist tot. Er ist Mausel tot, okay? Sag mir, dass es vorbei ist. Okay, Clancy, du hast offen und ehrlich gewonnen. Schütze, ich werde dich... Oh? Was sagt man dazu? Sieh dir Hoffmann an. Ich bin Hoffmann und hier ist Freddy. Ich denke, wir sollten noch eine Runde spielen. Hast du das gehört? Hoffmann, du hartnäckiger Mistkerl. Wie der Mann gesagt hat, wir müssen noch eine Runde spielen. Verdammt, was ist los mit dir? Du hast gesagt, du lässt mich gehen. Hey, du kranke Schwein, sprich mit mir. Oh, was denn jetzt noch? Ich habe einen alten Freund mitgebracht für unser großes Finale. Hier ist Mr. Saw. Hier haben wir die Entfernung zu Hoffmann. Und Clancy, das ist die Entfernung zu dir. Und das ist die Entfernung, um die er spielt. Stell es dir einfach als Massage vor, wie Akupressur. Aber du solltest sie genießen, denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Jetzt bist du dran. Genießt du das, du Scheißkerl? Okay, ich würde aber sagen, an genau dieser Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.
das war's für heute mit 21. Und wer dann gewinnt, wahrscheinlich er erstmal, bis ich wieder drin bin, weil ich beim nächsten Mal von vorne anfangen muss, wahrscheinlich. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Let's Play 21. Ja, nicht bei Let's Play 21, bei Let's Play Resident Evil Band Footage, dem Spiel 21. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.